Aber wisst ihr, was vielleicht nicht doof ist? Sollte dich hiervon. Fick dich, Fully. Kennt ihr Celeste Chat? Kann ich nicht einfach Widescreen machen? Das ist wirklich Widescreen. Bestimmt. Speedrun Mode disabled. New game. Klar. Das sieht super cursed aus. What the fuck? Ich glaube, die Musik ist auch nicht ganz richtig. Aber ich glaube, jemand hat versucht, Celeste in Mario 64 nachzubauen. Aber schauen wir mal rein, ja. It's a me, Mario. But who is a me? Movement. Use control stick or D-pad to move or aim dash. Okay. Dashing. Aim any direction. Press B. Mit B dash ich. Climbing. Z, L oder R. Okay. Okay. An sich aber voll fein, oder? Ich sollte vielleicht mich dran festhalten. Yo, what? Das sieht eigentlich echt gut aus. Ja, ne? Finde ich auch. Okay, okay, okay. Jetzt besser festhalten, ja, Chat? Ich bin auch gerade ein bisschen überrascht. Yeah. Ja, das sieht echt cool aus. Ja, und es hat sogar die 60 FPS, das stimmt, Timmy. Okay. Was haben wir denn da oben eigentlich? Achso. Es ist halt... Es ist Celeste, Chat. Das sind halt legit die City Ruins. Ja, ne? Ey, wie cool. Ich meine, es hat nicht die gleiche Musik. Aber das macht es trotzdem nicht weniger cool, ne? Okay, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Wie stelle ich das jetzt eigentlich gerade an? Nee, da hoch komme ich nicht. Nee, da hoch komme ich nicht. Ja, ich denke auch eigentlich, ich sollte irgendwann mal Celeste nochmal spielen. Weil es war wirklich ein gutes Spiel. Nope. Nach oben? Oh, was? Ich kann nach oben dashen? Okay, damit habe ich gerade nicht gerechnet. Ich kann nach oben dashen, guys. Let's go. Autsch. Ey, das ist so ein cooler ROM-Hack. Autsch. Ach, come on. Ist halt sehr schwer. Vor allem die Backs, B-Sides, meinst du? Ja. Ach, komm schon. Aber ich verstehe Momentum nicht. Was meinst du mit, ich verstehe Momentum nicht? Hallo? Ja. Springe, wenn es hält, Fully. Ja, dann sterbe ich doch. Oder nicht? Oh no! Scheinbar überlebe ich das ziemlich knapp an der einen Ecke. Ne, wenn ich springe, kickt er mich trotzdem hoch. Moment. Ups. Man muss ziemlich aufpassen. Das Momentum hält nicht sofort an. Ich denke, es ist aber wahrscheinlich sehr schwer, auch das Ganze so zu entwickeln. Ja, ja, ja. Bruh. What do you mean, bruh? Okay. Das lief smooth. Jetzt glaubt ihr, wie lange das geht? Hey ho, didn't know Mario has anxiety and depression too. Mario ist deprimiert, Chat. Mama mia. Ciao. Moment, what? Als ob ich richtig Celeste spielen muss teilweise. Ich bin überrascht. Wie viel Celeste in diesem Celeste-Hack tatsächlich drin ist. Okay, but when is Mario gonna blow his imaginary golden feather? Ja. Was? Dieser Hack ist, finde ich, so easy to pick up. Hard to master. Hast du mal Celeste gespielt, Timmy?
Schieß mich da oben! Yeah. Okay. Why did I do this? Oh, hey. What? Es steuert sich natürlich nicht ganz so smooth wie Celeste an sich. Wann Celeste im Stream? Ich habe Celeste im Stream gespielt, Suri. Soll ich das normal spielen? Nicht, dass ich komplett dagegen wäre, aber ich habe Celeste schon mal durchgespielt im Stream. Au! Gibt's davon noch Wots? Ja, das sind sogar die ersten auf dem Wot-Channel. Njo! Njo, Mario! Mache ich nur Mario Romex heute? Das Ding ist halt, du willst gerne das Seed Palace sehen. Ich kann gerne mal einen Stream machen, aber das ist immer noch etwas, was ich nicht mal eben so 10, vielleicht maximal 20 Minuten wirklich spielen würde, oder? Ich meine, ich bin offen dafür, dass wir das gerne mal machen. Aber wenn, dann müssen wir mal schauen, wie wir das handhaben, ne? Okay. Guck mal, ohne Dash. So, Chat, wie lange sollen wir das noch spielen eigentlich? Wie lange hättet ihr noch Bock? Bis 20 Minuten würde es dir Palace nicht so gerecht. Ja, genau. Das wäre nicht ganz fair. 30 Tage bis zum Ende des Levels. Glaubt ihr, das Spiel hat ein Ende des Levels oder der Hack ging einfach zu Ende? Autsch. Nein! Oh, das ist gemein. Schauen wir mal. Okay. Ich drück voll auf die falsche Taste zum Climben. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendeine komische Muscle Memory bezüglich Celeste, dass ich mit dem rechten Trigger... Konnte ich mit dem rechten Trigger mich in Celeste festhalten? Also mit der Trigger-Taste hier? Vielleicht endet er beim Levelende. Kann sein, weil irgendwie ich drücke das immer und damit kann ich mich nicht festhalten. Wisst ihr, alle anderen Buttons hier hinten kann ich mir festhalten, aber da nicht. Ja, ja, es ist ein volles Sequel-Ding mit neuen Dungeons und so, Mars. Wir müssen mal schauen. Also ich würde das ganz gerne mal spielen, aber 10 bis 20 Minuten klingt mir nicht ganz fair dafür, weißt du? Also wenn, dann sollte man das ja irgendwie dann versuchen, richtig zu spielen. Okay. Fuck. Aber es ist sehr spaßig. War schon so, als wäre es Celeste Chat. Imagine. Hallo Monty, willkommen im Stream. Hey Freeze, willkommen zurück. Autsch. Ich kann mich doch festhalten. Warum mache ich das so selten? Autsch. Fuck. No, ich hab zu früh. Ich bin zu früh gesprungen. Okay, weil Chat langsam hier anfängt, einzuschlafen, denke ich. Wollen wir langsam wechseln? No, das war zu früh. Das Gameplay sieht noch sehr nach einem ersten Celeste Playthrough aus, also alles im Rahmen. Oh.
Nicht, dass euch der Heck langweilt, Chad. Ups. Nein, nicht abhauen! Komm, mir wird ganz schön warm auch gerade wieder. Ach, come on. Ach, come on! Ich finde den Screen super schwer tatsächlich. Nein! Ich hab mich festhalten müssen. Jetzt wieder was geht. Ja, das ist Celeste. Das war echt schwach. Ja, der ist ein Erdbeerstern. Voll süß, oder? Okay. Hä? Okay, warum ist mein Dash da so langsam gewesen? Ich kam vorher irgendwie weiter. Der Egg wurde von Crossover-Themed Level Competition gemacht. Was soll das überhaupt bedeuten? Ich weiß noch nicht. Was heißt das? Richtig kawaii. Das weiß ich nicht. Celeste hat keine Lava. Ich meine nicht. Das ist Celestia 64. Bekomm das mal richtig hin. Das stimmt, das stimmt. I did it, guys! Oha, die Musik? Finally. Wie gesagt, es ist ein bisschen... Es steuert sich natürlich nicht ganz so smooth wie Celeste wirklich, ne? Daher seht's mir ein bisschen nach, Chat. Aber es steuert sich tatsächlich ziemlich gut. Fuck. Ups. Okay, ganz vorsichtig jetzt. Fortsetzen? Nope. Ich wollte mich festhängen und ich habe scheinbar den Stick reingedrückt. Aus Versehen. Okay. Wait, what? Wo ist überhaupt mein Ziel? Oh, hätte ich vielleicht dazwischen den Säulen hochgemusst? Vielleicht schon, ne? Shit. Aber irgendwie passt sie zum Theme Celeste. Ich meine, man kriegt ein bisschen die Celeste-Vibes, ne? Oh yes, it does have Lava. Das erste Postgame-Level hat Lava. Achso. Ups. Rip Fully. Ja. Okay. Problem ist, ich werde niemals da rüberkommen, ne? Nope. Ich darf nicht dashen an der Stelle. Wow. Hat jemand gezählt, wie oft ich, by the way, gestorben bin? By the way, wenn die Steine fallen, klingt das so, als würde Bowser sich bewegen. Und das ist das, was ich die ganze Zeit höre. Ich denke mir, wo sind die Bowser-Schritte? Warum höre ich die ganze Zeit Bowser? Hört mal hin. Hört ihr es? Okay. Ich bin 69 Mal gestorben. Funny number. Oha. Eine Rutsche. Ich hab's geschafft. Nein. Die Thwomps. Stimmt, die klingen auch ein bisschen so.
Oh Gott, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Whoa. Shit. Drinking game, take a shot every time when fully dies. Ja, willst du sterben? Echt so. Mindestens 10 Mal. Ich meine, bedenket. Dieses Spiel ist dazu designt, dass du schnell stirbst und schnell respawnst, ne? Du hast es nicht geschafft? Ich hab's ein bisschen geschafft, ja. Als ob ich hier nie ganz rüberkomme. Okay, pass auf. Jetzt schaff ich's. No! Ich finde das aber so cool. Sowas gab's in Celeste nicht. Das ist ein bisschen, als würde man Mario 64 Game Design hier einbauen. Okay, passt auf. Celeste hatte keine Slopes, das stimmt. Komm nicht ganz hoch. Ich will schräg sein, ne? Vorsichtig. Okay, das schaffe ich aber jetzt, oder? Yes! Ich dachte, ich wäre am Ende. Das sah so nach Ende aus. Goddammit, wie lang geht das denn noch? Das ist ja ein richtig langer Hack verhältnismäßig. Okay, jetzt muss ich überlegen. Wie will ich das überhaupt angehen gerade? Die Dinger fallen runter. Das heißt, ich könnte da dran springen, dann nach links. Dann müsste ich vielleicht rüber dashen, aber... Nee, wenn das runterfällt, dann hochklettern, rüberspringen. Dash oder so? Schaffe ich doch gar nicht. Was ist los, Uri? Mario 64, can't believe it. Ich habe tatsächlich einen Hack-Chat, der heißt einfach nur Super Mario 64. Ich weiß nicht, was es mit dem auf sich hat. Den würde ich auch ganz gerne anschauen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich eine trashy Creepypasta oder so. Ah, verstehe. Fuck. Verstehe. No! Ich muss da genau an das Jump-Ding dran. Das 64. Mario-Spiel? Ja. Ja. Was? Als ob ich die Stacheln berührt hätte. Ich hab's geschafft. Glaubt ihr, das ist langsam Finale? Autsch. Obwohl, warte mal. Wie zum Fick möchte ich das denn jetzt gerade anstellen? Komm ich da hoch? Ich komm da gar nicht hoch. Doch! Als ob! Ich kann als Mario ein bisschen höher springen. Ich wäre an den Stacheln nicht gestorben. Okay, wir haben einen Checkpoint. Moment, es geht weiter? Warum habe ich hier eine Flagge? Ich hatte die ganze Zeit keine Flagge. Wenn der Hack Super Mario 64 hieß, kann es sein, dass es einfach nur das Base Game ist, weil das normal auf romhacking.com hochgeladen wurde. Als Patch. Nein. Checkpoint? Ich weiß auch nicht. Was hat es damit auf sich? Shit. Ja, und jetzt, Chat? Stellt euch vor, ihr seid in einem schmalen Gang. Links und rechts sind viele Stacheln. Was tut ihr? I don't like it. Where is your checkpoint? Ich weiß es auch nicht. Ich wollte übrigens eigentlich nicht die Erdbeere mitnehmen. Das heißt, ich muss irgendwie das Jump-Pad-Ding skippen? Schreien! Okay, passt auf. Ich muss sehr schnell hier agieren. Shit. What? Ich hab's nicht ausgetestet, aber ich habe einen Long Jump. Wir sollen mal wieder da hochkommen, wenn man die Erdbeere eingesammelt hat.
Das ist eine sehr gute Frage, Delirium. Ich habe keine Ahnung. Ich muss sehr schnell dashen. Wie ist es sonst? SM64.Z64. Ja, es ist ein Hack irgendwie. Das ist der letzte Screen. Okay. Dann schließen wir das hier mal gut ab. Dann let's go, Chat. Let's go, final Screen. Oh, 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 oh. Nein! Ich wollte mich festhalten. Ich habe schon wieder reingedrückt, ne? Goddammit. Einfach weil Panikreaktion. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal kennt. Manchmal seid ihr ein bisschen fester da drin, in die Knöpfe zu drücken oder so. Hey, Scorpi. Weil ihr so ein bisschen panisch seid, ein bisschen nervös. Ist ein bisschen alles ist knapper. Ich habe einen Speedrunner gesehen, der das in 2 Minuten geschafft hat. Ja klar, ist halt ein Speedrunner, ne? Ich meine, das ist jetzt auch kein fairer Vergleich. Der hat das ja nicht beim ersten Mal gespielt oder so. Oder selbst wenn, der ist ja sowieso viel mehr vertraut mit dem ganzen Shit dann. It's Mario 64, but even more Mario 64, like Mario 128. Genau. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Okay. Schaffe ich es da hoch? Nee. Wie komme ich da hoch, Chat? Ich wollte nachschauen, wie lange es geht. Achso, alles klar, dankeschön. Mit einem Backflip? Oh, hey Alpha Omega, was geht, na? Ja, Mann, das hat wirklich geklappt. Hm. Schaffe ich. Ich sag doch, ich schaff das. Ich schaff das, seht ihr? Ich hab gesagt, ich schaff das. Ich schaff's, in die einen Stacheln da reinzuspringen, ich Vollidiot. Der sieht sehr spaßig aus. Ist er auch. Ist er auch. Der ist super. Der Titel ist irreführend, wenn du Celeste spielst. Es war ein random ROM-Hack, den ich einfach ausgewählt habe. Ich habe mehrere. Also wir haben überwiegend sehr seltsame und komische Sachen. Das bringt mich tatsächlich auf eine Frage, die ich mich schon länger stelle. Was wäre ein guter Titel für Super Mario 64, wenn es damals eben nicht nach der Konsole benannt worden wäre? Super Mario and the Power Stars. Keine Ahnung, sowas? Cheesy? Vielleicht ist es ein bisschen cheesy. Nein! Shit. Super Mario and the Cursed Stars? Nah. Okay. Super Mario 3D World? Wait, what? Super Mario Castle? Super Mario Ultra? Cheater ist schon mit! Gar nicht. Autsch. Gar nicht. Ich würde nie schummeln. Autsch. Ich schummel nicht. Das ist nicht schummeln. Nein, 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 nein. Oh. Hä? Warum? Deserved. Okay, meine Hände sind ein bisschen schwitzig. Ich gehe mir ganz kurz nochmal die Pfoten waschen, Guys, ja? Nicht wegrennen. Übrigens, wenn euch das Ganze gefällt, ich wäre da bereit, nächste Woche noch einmal sowas zu machen mit mehreren ROM-Hacks. Ich habe ja genug übrig. Ich schaff das schon.
Klempner-Abenteuer. Zu der Zeit sind Nintendo ihre Titel gerne lokalisiert haben. Was wäre dann der Name des Spiels, der deutsche Name des Spiels? Super Mario und die geheimen Sterne. Die geheimen Sterne des Schlosses. Fuck. Ich hätte gerne einen Titel für Mario 64, wenn das nicht nach der Konsole benannt worden würde, denke ich mir so, das würde heißen Super Mario The Magic Picture. Oh, ja, wegen den Bildern. Das ist ein guter Punkt. Das gefällt mir. Shit. Ich muss nach oben dashen einfach. Ich muss mich da festhalten und dann rüberspringen. Gefällt mir sehr, mir auch, ja, Magic Picture. Das magische Bild. Die magischen Gemälde. Okay. Konzentration. Warum bin ich abgesprungen? Das geht nicht. Wir fahren nur Super Mario Bros. 4, aber es ist kein Super Mario Bros. Spiel, Zack. Und was geht? Ich meine, Super Mario World wurde auch nicht Super Mario Bros. Genannt, oder? Auch nicht in Japan, richtig? Ich finde, es sollte irgendwas wie Bowser's Übernahme oder so heißen. Na, ich meine, ja, ich sehe den Punkt, aber ich glaube, Magic Picture gefällt mir mehr. Glaube, das hat mich ziemlich eingenommen. Übrigens, wahrscheinlich ist euch das schon länger aufgefallen, aber seht ihr, wie schön Mario eigentlich gequetscht wird und gestretched wird? Für die schöne Bouncy-Animation. Okay, pass auf, ich schaff das. Wann Super Fully Bros? Das hier ist Super Fully Bros. Es geht, Myrte, na? Okay, wenn ich so hochgehe, klappt's. Ich muss dann sofort nach links. Shit! Es hat überhaupt nicht geklappt, wie ich wollte. What? Oh! Let's go, Chad. Not gonna lie? War ein super Hack. War ein super Hack. Also wirklich. Super Celestio 64. Super einfach zu finden. Wenn ihr es googelt, werdet ihr es wahrscheinlich finden, ja? Super einfach. Play Lucy's Levitation, ha? Huh? Super einfach wahrscheinlich auch zu installieren für euch. Ihr kriegt das hin. 84 Tode. Ich sehe, dass ihr es easy besser könntet als ich. War aber cool. Wird auch safe ein eigenes Video auf dem WOD-Channel. Müsst ihr mir nur ein Thumbnail überlegen. So, machen wir was anderes, Chat, ja?